Was geht so, liebe Leute? Ich bin's wieder, euer Crush for the Fig 89 zurück bei. Wow! Oh, landen wir direkt beim Monsterlager. Dass wir davon nichts mitgekriegt haben. Zurück bei Let's Play. Legends of the Breath of the Wild 2 Tears of the Kingdom. Letztes Mal haben wir jetzt den Turm von. Ja, diesen Turm hier aktiviert. Und jetzt gucken wir uns weiter nach weiteren Türmen um. Allzu viel dürfte ja nicht mehr fehlen. Naja, immer noch so einige, aber wir kriegen das schon auf die Reihe. Kommt mir auch wirklich vor, als wäre die Welt im Hyrule deutlich größer als vorher. Aber erstmals wollen wir uns in dem Schrein kümmern und um in den Schrein zu gelangen, wollen wir erstmals hier ein paar Spackos aus dem Weg räumen. Moment, das ist ein anderes Monsterlager und die haben mich auch hier noch gar nicht gesehen? Tja. Leider keine Dynamitfässer da. Tja, da muss ich sie wohl auf eine traditionellere Art bekämpfen. Und ich nehme diesmal auch die Barbarenrüstung. Mehr Angriffskraft heißt mehr Angriffskraft. Oh, da muss ich wieder einen. What the? Hey! Oh, einen und sogar einen Ausdauer-Honigfarbe. Also wenn, der kann ein Schildkonter einsetzen. Das hätte ich nicht erwartet. Oh shit. Ha! Oh shit. Oh, die Bienen greifen sie auch an. Ja, wie nice ist das denn? Oh, nope. Lass gut sein. Puh. So, gib mir die Überreste. Bockblinden Herzen haben wir auch in letzter Zeit nur selten bekommen. Was ist denn mein Schild? Schon aber nicht besonders, zu sein, aber Mann, die können tatsächlich jetzt Bumerang mit Honigfarbe. Die können jetzt tatsächlich schon Schildkonter einsetzen. Das überrascht mich. Na schön, dann checken wir mal hier die Truhe. Was wir da für eine Kleinigkeit haben. Oh, ein weiterer Groschenschild. Den nehme ich mir. Er hat etwas mehr Style. Na komm. Gib mir jetzt die Pfeile. So, und jetzt zurück zu unserem eigentlichen Ziel, dem Schrein. Direkt hinter uns. Dazu müssen wir jetzt auch an den anderen vorbei. Die hier oben irgendwo hausen. Wenn ich eine Bombe gegen sie einsetze, könnte ich zwar alle treffen, aber die werden dann alle in gebratenes Flügel umgewandelt und ich möchte sie als Zutaten noch behalten hier. So, dann mal auf zum nächsten Schrein. Und damit wieder einen weiteren Ausdauer-Container näher zu kommen. Och nein. Juck um Schrein. Scheiße. Ha! Erwischt! Na, komm her. Shit. Ich schiele hier die ganze Zeit nur.
Jetzt war. Gib her die Elektro-Lederbeißer-Bestandteile. So, und jetzt wieder zurück zum Schrein. Muss mal wieder hier hochklettern. Kann man das wegbewegen? Weil das könnte sein, dass das, dass ich hier hinter, hier drin eine Höhle befinden möge. Aber es sieht danach aus. Gut, lass mal das jetzt erstmal sein. Oh? Was ist hier drin? Da rollt einfach der Felsen dann auf den das Bockblendlager zu. Naja. Zurück zum Schrein jedenfalls. Wo wir schon längst hin wollten. Ist es schon wieder dieser Schildtyp? Ach je. Und wie wollen wir das dieses Mal stützen? Oh, mit Felsen? What? Okay. Na schön, mit Felsen also. Soll mir recht sein. Bleibst du da? Ich glaube, den hier sollte ich auf die andere Seite hin tun. Aber der hält ihn wirklich gut. Das muss man ihn lassen. Moment. Wie wird er eigentlich hinfallen? Hoffentlich so rum. Bleibst du bitte stehen? Jetzt können wir mit ihm sprechen. Oh oh. Oh, jetzt sehe ich gerade, das kann man so. Oh. Das habe ich jetzt nicht gesehen. So, jetzt war. Na bitte. Na bitte. Okay, ich muss also nur ein Gegengewicht hier drauf tun. Hier ist mal 20 Rubine von dem. Ich frag mich, was es bringt, wenn man da wirklich die ganzen Schilde überall aufstellt. Und ob ich überhaupt mal diese Gutscheine nutzen kann. Ich frag mich, wie ich die überhaupt nutzen kann. Naja, sei es drum. Eigentlich wollen wir zurück zum Schrein. Der ist schon. Der wartet schon darauf, endlich mal von uns betreten zu werden. Ich komme ja, nur Geduld. Und ja, ich hoffe, ihr verliert jetzt auch nicht bei mir die Geduld, dass ich die ganze Zeit immer noch nicht den Schrein betrete. Und dann sollten wir in diese Richtung mal nach der Träne Ausschau halten. So, was ist hier verlangt? Als Rätselaufgabe. Zeigt mal, ja.
genaue Passform? Ah ja. Ich hab doch schon eine Ahnung, was man damit meint. So, und dann stellt man die Scheibe da drauf. Oh. Ich hoffe, dass das nicht jetzt runterfällt hier. Ja, das war nicht gerade sehr von Erfolg gekrönt. Okay, ich muss das gerade hin. Deutlich, hier. Gleich hier von vornherein so passend hinstellen. So. Und schön in der Mitte bleiben. Na bitte, das sieht doch schon um einiges angenehmer aus. So gehört sich das. Ich weiß schon, was ihr verlangt habt. Ich muss Gegengewichte aufstellen. Nehme ich mal an. So, dass das auch hier alles mit... Bleibt das alles schön stehen? Natürlich nicht. Bleib mal da stehen, bitte. So. Das ist schon mal eine Möglichkeit hier. Okay, jetzt bleibt das aber mal stehen hier. Ich weiß schon, wie man das hier verbinden kann. So, dass es da nicht abstürzt hier. Das ist aber noch nicht mittig genug für mich. So, ich hoffe, das müsste gehen. Die Form hier. So, dass das Ding nicht runterfallen kann. Oh, es rutscht schon. Gut, dann schauen wir mal, ob es so klappt. Aber ich glaube, es müsste so gehen. Dadurch geht die Fahrt ohne Wenn und Aber geschmeidig hier durch. Oh Mann, das sind aber viele Schienenwege hier. Da glitzert was. Nee, ich dachte, das wär irgendein Item zum Einsammeln. Ja, Ventilatoren werden jetzt auch dran gebracht. Okay, diese Schiene hier führt ins Nirgendwo.
Beide? Okay, wie soll ich das jetzt anstellen? Später. So, jetzt schauen wir mal, ob das klappt. Komm, weiter, weiter, weiter. Ja, 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 ja. Es geht voran. Na bitte. Wir fahren Richtung Ziel. Oh, wird's jetzt besonders schnell. Oh! Ah, endlich geschafft, aber mal wieder die Truhe übersehen. Ich glaube, ich bin ganz schön lang dran gesessen. Ist eine halbe Stunde. Ich glaube aber, ich nehme noch die Zeit und suche mit euch noch den Schatz hier, weil ich bin mir sicher, dass es hier einen gibt. Und es klappt sogar mit dem Schild. Ich brauche dafür noch nicht mal diese Passform. Und hier hat sich also der Schatz versteckt. Huck!
Okay, ich glaube, wenn ich jetzt die Brücke baue, müsste es gehen. Na bitte. Ja, und dann kommen wir endlich auch den Schatz ran. Eine Anti-Rutsch-Medizin. Na? Das dürfte sich als praktisch erweisen. Okay. Okay, dann verabschiede ich mich von diesem Part. Mehr Geld, wenn es dir gefallen wurde. Bestimmt ist eines Farms ab und Kommentar nicht vergessen. Und ja, im nächsten Part werden wir uns dem... Ja. Ihr wisst schon. Widmen also der... dem... Na, auf jeden Fall der Träne. Ja. Und wie mir geht, wenn es so gefallen wurde, ist bestimmt ein Thumbs up und Kommentar nicht vergessen. Und es ist heute beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt, klickt wieder rein. Oh ja, Crush, wie geht's hinein? Bis zum Part von Let's Play, The Breath of the Wild 2, Tears of the Kingdom. Also, wir sehen uns. Tschüss, Leutchen.